gerade ist rechts. Das heißt, auf deinem rechten Zum Glück ging das nicht Arm. 20 Patzer. Ne, das war jetzt egal, die 20. Es geht jetzt einfach nur darum, welche Seite, also Herz oder nicht Herz. Und dann sehen Brindijan und Kasim, wie eine schwarze Linie den Oberarm nach oben wandert und gerade in Richtung des Bizeps, gerade am Bizeps entlang ist. Herr Brindisi kniet sich gegenüber von Wascha neben Rodrigo und fragt: Was ist denn los? Was ist passiert? Meine Rashika hat ihn gebissen, aber eigentlich nur ganz sacht und ich weiß auch nicht. Und ja, plötzlich ist er umgefallen und Wandert weiter. ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe und. Mach jetzt! Bindet es ab! Habt ihr etwas vom Abbinden? Ein Lederband! Ja, hier, man greift in die Tasche, Lederriemen habe ich, brauchst du ja hier unten in der Wandert Tasche. Gebt weiter. Ja, dann Brindisi bindet erstmal ab. Also, sie haben in den Arm gebissen, ja? In die Hand anscheinend, aber da In die ist so Hand, okay, ja diese dann. schwarze Linie, das ist dieses Gift, was sich sozusagen durch die Adern gerade durchfrisst. Das sieht man von außen, das beschreibt Frosty ja gerade, was Okay. anscheinend den Arm hochwandert. Alles klar. Also Brindisian bindet erstmal irgendwo am Ellbogengelenk oder am Oberarm, wo es halt noch nicht ist, bindet er erstmal den Definitiv, Arm ab. definitiv Aufschneiden oben oder nicht? an der Schulter musst du schon. Wie gesagt, es Oder ist da gerade im schon. Bizeps und strahlt weiter nach oben. Frosty, kann ich meine Heilkunde Gift würfeln? Ja. Was macht die Schlange gerade? Die habe ich wahrscheinlich wieder unter mein Kleid gesteckt. Ja, das hast du jetzt aber gerade nicht die Zeit zu, oder? Ja, die schlängelt Ich automatisch habe wieder doch gesagt, zurück. ich habe sie zurückgenommen. Passt schon. Also. Okay, Brindisi, also muss wir der kümmern Arm uns jetzt ab? nicht um die Schlange, um das Nein, Gift, um die nein, aber Schlange, wir das brauchen will ein sie. Gegengift. Porkform läuft herbei. Oh, Da, noch ich nicht. habe Wo ist denn? da. Wo ist denn? Ah, Elikana, herbei! Rodrigo scheint langsam wieder zur Besinnung zu kommen. Es tut verdammt weh, der Biss. Eine weitere Konzi-Probe, Rodrigo. Illicara läuft herbei, Ich hat weiß nicht genau, du hast einen. nichts von Erschwernis gesagt. Ich würde 6 Punkte Erschwernis packen. Genau, okay, da passt das. Es ist wieder immer noch die halbe Giftstufe, also passt. Nee, die Würfel auch halbe. Das wird mal. einmal am Anfang ausgewürfelt, Ach so, Frosty. okay, nur einmal am Anfang. Gut. Einmal am Anfang und dann bekommt man sozusagen das, was hinterm Schrägstrich steht, nur anstatt Ja, das vor dem Schrägstrich. Illicara holt ein Fläschchen aus ihrem Gürtel hervor und hält das in der Hand. Heiltrank? Nein, ein Nein, Antidot, ein nein, Antidot. nein, geht schon. Geht schon. Rodrigo richtet sich jetzt gerade langsam auf. Oh. Das geht schon. Das geht schon. Glaube ich. Er schaut Richtung Wascha. Braucht man ein Gegengift oder geht das so? Normalerweise geht es wieder weg, bei mir zumindest. Ich habe doch gerade die Heilkunde Gift gemacht, Frosty. Geht es wieder weg oder nicht? Ja, wenn man das überlebt, es sind in diesem Fall nur 1 W6 Kampfrunden und die sind so langsam am Austicken. Ihr könnt sehen, wie sich das Schwarze kurz anstaut an seinem Arm, da wo Brindisi ihn gerade abgebunden hat. Es verfärbt sich leicht schwarz und es wird leicht nekroses Gewebe, also so ungefähr so groß wie eine Centmünze. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Und das ist dann jetzt schwarzes Gewebe, aber auch an der Stelle bleibt es dann stehen und ihr könntet dann. Ja, dadurch, dass ihr den ersten Anflug besiegt habt, ihr wartet nochmal, zählt kurz die Sekunden runter, ja, könnt ihr dann das abgebundene Tuch wieder entfernen und an dieser Stelle wird Rodrigo für immer einen schwarzen Punkt an der Stelle haben, die ihn an diese Begegnung erinnert. Der Sie ist strahlende richtig. Schmerz hört auf. Man Wascha sieht jetzt, Rodrigo ich glaube, du musst richtig deine Schweiß Schlange gebadet. wegwürgen. Wie als wenn er Also. gerade einen Marathon laufen, der sich hätte. Und dann lässt er sich kurz zurückfallen. Es tut weh. Was Es tut ihr geht. denn hier? Es tut mir so leid, Brindisian wirft die Arme in die Rodrigo. Luft. Ich bin der Schlange zu nahe gekommen, da hat das Ding mich gebissen. Es war meine Schuld. Alles okay, alles okay. Dachte, der wäre in die Giftzähne gezogen worden. Himmelfried, Nee. das Natürlich passiert, wenn man von nicht. dem Vieh gebissen wird. Ich bin Er hatte unvorsichtig. Glück. Ich hätte fast draufgetreten. Alles okay, passiert, passiert. Und Ja, sowas Wascha schleppen wir kniet mit immer uns noch rum. bei Rodrigo, hält ihm auch so ein bisschen die Hand und sieht ziemlich verzweifelt aus. Wo ist denn Es tut jetzt die mir wirklich Schlange? leid. Schon okay, passiert, passiert. Wir machen einfach mal. Wenn du jetzt das nächste Mal von einem anderen Tier gebissen wirst, vielleicht schlägst du dann besser weg, weil du nicht Ja, einmal hattest. machen wir erstmal eine kleine Siesta. Obwohl es ist schon spät, ne? Ich glaube, ich werde mal mein Medikerchen ein bisschen vorziehen. Es ist Prinzipien, ist es klug, wenn er jetzt einschläft? Ja, ich glaube, das Gift geht schon wieder zurück. Ich denke, ein bisschen Erholung kann nicht schaden. War wohl nicht tödlich. Nein, das ist Immerhin es etwas. nicht. Was Vorkommen hätte ist Schlange aber doch sein, mal wenn wenigstens in Wascha ihren wieder. Käfig. Das kann nicht sein. Hast du da irgendwie so einen Korb dabei? Sie ist bei mir, falls es wieder kalt wird hier. Also ich möchte nicht im gleichen Lager schlafen, wo so eine
angriffslustige Schlange ist. Sie ist. Ihr könnt doch so etwas nicht mit euch rumschleppen. Warum frost die nochmal 2 SP? Also für den Biss, ne? Ja, klar. Ja, genau, für die Kampfrunden. Ja, dann, also ich hatte gesagt, handelt und ihr habt geflafft und. Ist egal, selbst wenn man nichts tut, wird das Gift ja aufhören. Aber nein, richtig. Du kannst ja sagen, dass Gift selber, das, der Biss selber macht ja noch Schaden. Ja, aber richtig. Den habe ich doch raufgespuckt. Ich habe doch jetzt auch ASP davor ausgegeben. Ja, richtig. Also die 2 SP tickten weiter. Du kannst jetzt aber auch die ASP abziehen, um das Ganze dann mit deinem. Mit dem ersten Biss, also der war quasi egal, die 4, die ich gewürfelt habe, 4 plus 1 sind 5 Schaden, also kannst du dir 5 SP absprechen für den ersten, aber die 2 SP ticken später nach. Und dadurch, dass ein Hexenspeichel beim zweiten Mal nicht gelungen ist, ist es dann dementsprechend. Also habe ich insgesamt 7 verloren, ne? Genau, 7 und dann plus die 5, die du von Wascher bekommen hast, also Wascher muss 5 ASP abstreichen und du 2 Lebenspunkte. Warum 5? Hälfte 3? Warum 5 ASP? Weil du 5 SP von der Schlange direkt abgezogen hast. Also die Biss. Hat der Biss 5 Schadenspunkte gemacht? Genau. Ja, da muss sie sich aber 10 abziehen, weil der Hexenspeichel bei bei normalen Verletzungen ineffizient ist. Und ach so, okay. Bei Gift ist es 1 zu 2, deswegen wollte ich ja eigentlich das Gift stoppen, weil. Nee, es ist nur der Bissschaden, 1W6 plus 1. Und der Giftschaden tickt dir dann später nochmal nach. Ja, da muss ich mir mehr abziehen, deswegen dann geht's gut. Okay. Also ich hab jetzt insgesamt verloren 5 LE, trotz dieses ganze Plus-Minus gerechnet, richtig? 2. 2? Ich hab dir den Rest wiedergegeben. Okay. Genau. 2 und bei Wascher kostet das jetzt richtig viel ASP. Ich weiß, okay, ja. Okay. Dann bin ich auf 34. Kann ein Krieger nicht umbringen. Ah, ein paar Mal machen wir das noch mit. Aber wir können ja wirklich keine gefährliche Schlange bei uns im Handgepäck mitführen. Sie ist nicht gefährlich, sie hat noch nie jemanden gebissen, seit wir unterwegs sind. Sie hat Rodrigo gebissen, gerade eben. Ja, regt euch jetzt alle ab. Ich entscheide jetzt hier noch als Führer, dass wir das mit der Schlange erstmal noch auf sich beruhen lassen. Du bist doch ganz benommen, Rodrigo. Ja, das kann sein und trotzdem lassen wir es erstmal alle 5 gerade sein. Dieses Tier ist eine Gefahr für jeden Mann und jede Frau in diesem Lager. Niemand entscheidet jetzt hier, was eine Gefahr ist. Alle bleiben jetzt ganz ruhig, halten sich von der Schlange und von Wascher erstmal fern, damit hier keine Gefühle überkochen und dann sehen wir morgen mal weiter. Die Schlange kommt dann jetzt in deinen Rucksack oder wie? Ich werde mir von euch ja wohl nicht erzählen lassen, wann ich ruhig zu bleiben habe. Doch, das werdet ihr, ich bin momentan der Gruppenführer. Erinnert euch immer noch dran, wo ihr steht, Herr Leutnant Rodrigo. Genau, ich bin Leutnant und was seid ihr? Ihr seid kein Leutnant, also bitte ich euch... Haltet euch an die Regeln und alle sind zufrieden. Ja, Lan, wir hatten heute eine Schlägerei, lasst es auf. Ja, Lan, ihr seid adelig, aber ich bin nicht auf eurem Land. Und ihr habt euch freiwillig dieser Exkursion angeschlossen und damit freiwillig den Regeln dieser Exkursion unterstellt. Also bitte, lasst uns nicht diese unnötige Diskussion führen. Ich respektiere euch und ich achte euch, will nur einfach sagen, dass wir das jetzt nicht übers Knie brechend entscheiden werden, was auch immer hier passieren soll, da jetzt gerade die Gefühle überkochen. Ich lasse es euch diesmal noch durchgehen, weil ihr gerade gebissen worden seid. Aber nächstes Mal klären wir das. Dankeschön, mein Freund. Hey, Aphadaios, Potro äußert sich. Wenn wir darüber diskutieren, ob wir die Schlange töten, dann können wir auch gleich euren Hund essen. Was haltet ihr davon? Ja, aber mein Hund ist ja nicht giftig, oder? Ja, aber er liefert gutes Fleisch. Du hast also Hunger. Ja. So. Aber die Krabbe wolltest du nicht fressen. Seid ihr geistesgestört? Ich mal Richtung seines Schlaflagers zu kommen. Du willst einen Hund essen? Was bist du denn für ein Barbar? Klar, Mann. Hund schmeckt gut. Welcher Arm war das nochmal? Rechter, linker? Rechter. Rechter, nicht die Herz, genau. Wobei, also bei dir ist das vom Malz verloren. Effert, wird nicht mehr über dich wachen, wenn du hier Hundefleisch isst. Fisch, das solltest du mehr essen. Während Kasim an Ephadaios vorbeiläuft, die Fakina fressen Hunde, das ist bei denen ganz normal, und läuft dann weiter wieder zurück an den Ort, wo er vorher war. Was? Um sich dort wieder niederzulassen und dort weiterzumachen, wo er vorher aufgehört hat. Irgendeiner Fakina? Nee, oder? Nee. Nee? Potro? Sind Fakina? Im Weg dreht Kasim nochmal den Kopf nach hinten. Ich kann nur ihre Sprache, aber sonst nicht. Ephadaios regt sich noch ein bisschen auf, setzt sich dann irgendwann auf einen Stein und blickt nach oben in Richtung des Mondes.
und wird Wascha etwas stiller. Wenn Wascha neben ihm liegt, legt Rodrigo so den Arm um sie ein wenig herum. Alles okay, ich brauche nur ein bisschen Schlaf. Du siehst, wie sie ein bisschen weint. Es scheint dir wirklich sehr leid zu tun. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade kein Kompliment machen kann. Er wackelt einmal mit der Hüfte dabei, aber ich muss ein bisschen schlafen. Es tut mir wirklich leid. Das hat sie noch nie gemacht. Ah, passiert. Beim nächsten Mal weiß ich, man sollte die Schlange nicht anfassen. Ich habe Angst, dass die anderen sie umbringen, wenn ich nicht aufpasse. Halte die Schlange bei euch und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich glaube, der Dschungel, vielleicht ist es auch so, dass dieser Dschungel auf die Schlange hier gerade komisch wirkt. Schaut euch an, wie viele Fische hier mit 3, 4, 5 Augen aus dem Sumpf gezogen werden. Der Verdaius hatte davor irgendwie einen Fisch gezogen, der keine Schuppen mehr hatte. Also hier gibt es so viele verschiedene Viecher, die alle von dieser Umwelt hier verseucht sind. Deswegen laufen wir doch auch der Maraske hinterher, diesem Spinnen-Skorpion-Ding da oben. Ich glaube, das wirkt verstörend auf deine noch intakt funktionierende Schlange. Wahrscheinlich. Ich massiere dich ein bisschen, damit du besser einschlafen kannst. Ja, kommt drauf an, wo. Da, wo du möchtest. Ja, dann dreht er sich langsam um auf den Bauch, legt den Kopf auf die beiden Arme, legt dann doch wieder den Kopf nur auf den einen Arm, den anderen legt er lang von sich weg, ein wenig die Schultern. Gut. Dankeschön. Derweil bei Kasim. Ja, diesmal rede ich nicht mit dem Stab, sondern ich versuche, Schalgatur heraufzubeschwören. Du flüsterst den Namen zum Stab. Und dann siehst du, wie er anfängt zu brennen. Du bekommst 1W6 Brennungsschaden. Und dann steht aus einem Schatten herausgesprungen die riesige, glosende Feuerkreatur vor dir. Wie kannst du es wagen, mich zu rufen? Eingesperrt. Seit 7 Tagen. Sprechunwürdiger. Schalgatur. Bisher waren deine Dienste nicht vonnöten. Wir konnten uns selbst verteidigen. Aber in ein paar Tagen werden wir gegen Dämonen kämpfen. Gegen ihre Diener. Ich bin bereit, wenn du dich dazu bereit erklärst. Noch bis zu diesem einen Tag über uns zu wachen, einen Teil meiner Kraft dafür zur Verfügung zu stellen. Wie viele Tage sollen es sein? 2? Wurm? Du bezahlst für jeden Einzelnen. Sprecht. Für jeden einzelnen Tag. Du sollst brennen. Er hält diesen Blick tatsächlich stand. Es sei. Es sei. Wiederholt er deine Worte und vergeht wieder mit einem riesigen Feuerball, der nach oben in den Himmel stiebt und verschwindet. Du blickst dir vielleicht noch einmal kurz nach, dann stapelt wieder heller und wie eine Kohle beginnt wieder dein Stab oben an der Spitze zu brodeln, zu leuchten und dann wird er wieder ausgehen. Hat wieder die normale Temperatur, vielleicht ein bisschen wärmer und du spürst, dass er immer noch in ihm schlummert. Aber du bekommst einen weiteren W6 Verbrennungsschaden. Einmal pro Tag dann? Einmal pro Tag. Also jetzt direkt noch einen. Richtig, noch einen. Ach komm. Schalgatur, gefällt das. Wie hoch sind deine Lebenspunkte aktuell? Jetzt weniger, jetzt 16. 16? Okay, dann trag das mal bitte in deinem Token nach. Ah, ich vergesse immer das auf den Dings zu machen. Ich hab's im Fantasy Grounds. Eine riesige rote Brandblase an deiner Hand, die sich ausbreitet, pulsiert, puckert, der du dem Stab die ganze Zeit hältst. Mach mal eine Selbstbeherrschung, ob der. Ja, souverän. Umgeschrien wird hier nicht. Die Augen von Ephadaios sind nach innen geklappt und er starrt einfach nur ausdruckslos in den Himmel. Hat wahrscheinlich gar nichts mitbekommen.
Du stehst in einem großen, steinernen Gebäude, das von insgesamt 8 Ecken, geziert wird. Du stehst in einer Arena, in der Hunderte von Geschuppten Platz genommen haben und zu dir aufschauen, zu dir herabschauen. Das ist ein Kampfplatz, es wird geschrien, gezischt und sie fordern, da, Kurisch. Sie fordern ihn, den Kampf auf Leben und Tod. Du kannst sehen, wie dir Schuppen aus deinem Körper wachsen, sie sich umgeben, deine Haut. Schon hast du es wieder vergessen, denn du warst schon einmal einer von ihnen. Du warst schon immer einer von ihnen, was zu ihnen gehört. Laut zischt es von den Rängen der Echsenkrieger. Marus, Achaz und riesige Leviathane. Sie fordern dich zum Kampf. Gegen wen? Plötzlich öffnet sich vor dir ein riesiges steinernes Portal. Mächtige, dumpfe Schritte sind zu hören, die den Boden erbeben lassen. Und dann erwachst du. Nur Augenblicke danach glaubst du, das Beben von Schritten zu vernehmen. Doch es ist nur dein eigenes Herz, was schlägt. Ja, ihr werdet einfach daraus die ganze Nacht über gehen, Sternhimmel blicken, sehen. Er wird irgendwann mal aus Erschöpfung vielleicht eine Stunde oder zwei schlafen, aber nächsten Morgen auch sehr verschlafen aussehen. Der nächste Tag. Haben wir eine Regeneration? Nö. Und wenn ja, wie schlecht ist sie? Keine. Okay. Also ihr könnt gerne den 1W6 minus 6 werfen. Das ist vielleicht für die Zauberer wieder relevant, aber für ja, genau, die Lebenspunkte ja, hilft euch halt nichts. Also man kann mit einer Konstiprobe ja 7 regenerieren. Okay, mhm. Dann kannst du die Konstiprobe würfeln und dann vielleicht den W6 erhoffen. Aber ansonsten okay, gibt nichts. Schreiben wir den nächsten Tag. Und ihr begebt euch dann runter in die Tiefebene. Zurück in den dampfenden Dschungel. Ob, nichts mit Regeneration. Rodrigo klopft Rodrigo auf die Schultern. Haben wir es jetzt geschafft? Brauchen wir Ökolazana nicht mehr hier in dem Dschungel oder ist das hier alles auch noch vor solches Gebiet? Rodrigo. Hast du ja gesagt, dass der Ökolazana weg ist oder was? Nein. Ob das jetzt hier noch immer verseuchtes Gebiet ist, hier dieser Dschungel, ob das nur für die Berge galt oder ob das auch hier wieder für diesen Teil des Dschungels gilt. Wir sind immer noch sehr im Herzen Maraskans, also es kann durchaus sein, dass es hier noch verseuchte Gebiete gibt. Es ist ja nicht eine große Fläche, es sind immer mal wieder kleine Stellen, wo so etwas auftreten kann. Wenn ihr nach unten kommt, also wie gesagt, das dauert dann einen halben Tag, würdet ihr dann im Laufe nach und nach feststellen können, kannst du dir Brindigian die Blätter betrachten und sie weisen keine schwarze Färbung auf. Gar nicht. Warum ja, den Okulitana? Ist es ja auch noch pervertiertes Gebiet? Nein, wir haben wohl dieses Zentrum hinter uns gelassen. Diese Seite der Bergkette ist wohl nicht so sehr befallen. Warum auch immer. Nun, aber auch hier sehen die Pflanzen nicht so aus, wie sie aussehen sollten. Und ich weise mal auf diese schwarzen Blätter hin. Keine schwarzen Blätter. Ach, keine schwarzen Blätter. Keine. Okay, keine. Dann lasse ich das. Und das heißt hoffentlich, dass wir hier auch was Anständiges zu essen schießen können. Just in dem Moment, wo du das sagst, streifst du vielleicht die allerersten Blätterchen vorbei und die fliegen ein paar Fledermäuse ins Gesicht. Nein, Moment, nicht dir. Sie fliegt Brintigian ins Gesicht. Ach, Hasul, Brintidian wedelt mit den Armen und versucht alles wegzuschlagen. Du bekommst 1 SP von den Fledermäusen. Lass dich von denen nicht ankacken, Brintidian. Ich hab mal gehört, das soll ungesund sein. Ich versuch mein Bestes, Brintidian. Immer nur den Mund zu haben, das ist die Hauptsache. Rodrigo scheint sich auch immer zu gucken, dass das Wascher allzu sehr in seiner Nähe ist. Und dass hier niemand irgendwie großartig irgendwas macht. Scheint er jetzt hier irgendwie besonders Augenmerk drauf zu legen, fällt vielleicht dem einen oder anderen auf, der schon ein bisschen länger mit Rodrigo rumzieht.
Washa hält sich absolut fern von den anderen, scheint sehr eingeschüchtert zu sein, spricht eigentlich gar nicht, zupft immer wieder ein bisschen nervös an ihrem Kleid, sobald sie das Gefühl hat, irgendwas von der Schlange könnte rausgucken und ja, hält sich halt ansonsten eigentlich vom Rest der Gruppe so ein bisschen fern. Dürft alle mal eine Sinnschärfeprobe machen. Sie ist unabhängig von der Kulturkunde erschwert um 7. Brauche ich gar nicht würfeln. Oh, einäugig. Nö, einfach nur blind und taub. Sicht, muss ich noch dazu sagen. Da sieht, glaube ich, niemand was. Wascher darf noch. Oh, ja, okay. Ja, ihr marschiert weiter durch den Dschungel. Wie gesagt, die Berge sind immer noch da, aber die Kakteen werden weniger und ihr seid wieder in das Blätter da reingetaucht. Kasim kommt immer irgendwann zu Rodrigo. Wenn wir da sind, wie machen wir das? Weiß ich noch nicht. Lass uns erstmal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich würde ganz gerne vor Ort mit euch einen Plan machen. Strategisch verstehst du ja was davon und ich weiß nicht genau, wie weit... Ich glaube, Jalan versteht auch noch richtig viel von Strategie. Da werden wir uns mal zusammensetzen müssen, wenn wir das einmal gesondiert haben, das Gebiet. Hi. Ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn wir von dieser Scheißinsel runter sind. Ich bin froh, wenn wir aus diesem pervertierten Bereich raus sind. Ich glaube, dass das... ich glaube, ich kann mich an den Dschungel eher gewöhnen, anstatt an... Und das ganze Geschreie im Dschungel als dieses dreckige... Dieses dreckige Zeug da oben in den Bergen, wo es überall komisch war. Das stimmt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich mir lieber eine Basis hier in so einem Dschungelcamp aufschlagen. Sehr ich doch mit dem Eis verbunden bin und mich dem Humus irgendwo entgegenstelle, mir diese Region lieber als das, was wir hinter uns lassen. Nick dir nochmal zu. Ich habe mit Schwalgatur ein wenig verhandelt. Und? Naja, es tut ein wenig weh, aber dafür wird er uns im Kampf unterstützen. Gegen hier Ungeschaffene, gegen Dämonen und so. Er nickt. Okay. Er ist nicht direkt davon begeistert, eingesperrt zu sein. Hört ihr das, Bruderschwestern? Nein, was? Was? Und ich dann lauscht mal, als wenn wir von Vögeln eingekreist wären. Verfluchten Fledermäuse, die ihr vorhin gesehen habt. Nein, hört doch mal, aus allen Richtungen. Dieses Vogelkreischen. Rodrigo zieht mal seine Streitaxt und packt das Schild ein bisschen fester. Kasim horcht nochmal hin. Bereitet euch ja vielleicht auch einen Hinterhalt vor, wer weiß. Lucht vom Regen in die Traufe. Effert wird uns beschützen. Wir sind hier schließlich auf einer Insel, auch wenn sie groß ist. Preiset die Schönheit, Bruderschwestern, doch Effert kann euch hier nicht helfen. Ihr folgt dem Ruf der Stimme und dann könnt ihr sie sehen. Viel zu spät. Über euch. Hartholzharnische. Bunt bemalt stehen sie dort in den Bäumen. Ihr zählt kurz ab. 24. Preiset die Schönheit, Bruderschwester. Ihr habt nicht recht, aber... Nun... Wer seid ihr denn? Na, keine Leute, die uns zumindest direkt angegriffen haben, wo sie die Chance hatten. Ihr seid in dem Gebiet der Muakiji Marasna. Was tut ihr hier? Preise die Schönheit, Bruderschwestern. Mein Name ist Brindijian und ich führe diese Fremdijis hier durch die Gegend, um gegen die Hässlichen vorzugehen. Also Garetias. Keine Afayas. Auf keinen Fall. Du hast einen Eukolizaner bei dir. Ihr kommt aus den Bergen? So ist es. Von der anderen Seite des Massivs. Jemand steigt kurz ein paar herumgewundene Lianen nach unten, greift dann eine, hackt sich kurz mit einem Nachtwind den Weg frei und steht dann ziemlich elegant vor euch. Der Mann trägt eine sehr... ausgefallene Rüstung, auch wieder bunt bemalt, lange Haare, ein Stirnband im Gesicht und einen sehr, sehr hübschen Bart, der es tatsächlich auch mit dem von Rodrigo aufnehmen kann. Er sieht nicht so gut aus, aber der Bart schon. Ich bin Sindijian, Anführer der Muakiji Marasna. Zumindest von dieser Einheit.
Preiset die Schönheit. Rodrigo steckt mal die Axt, mein Axtgehänge. Er fühlt sich mit seinem Schild so sicher, dass er glaubt, dass das ein Friedensangebot ungefähr darstellen könnte, was er hier tut. Hallo, sind die Gian. Ich leite diesen Trupp hier. Wir sind auf der Suche nach etwas. Sprich frei heraus. Seid ihr für die Hafajas oder seid ihr gegen sie? Ich bin mir da nie so sicher, weil ich das hier nicht ganz genau beurteilen kann, wer ihr seid. Er fängt an, lautschallend loszulachen, noch bevor du den Satz beendet hast. Rodrigo verdreht die Augen, alles klar. Ja, wir schlachten die Hafajas, wo wir es können. Wir sind auf dem Weg und wollen den Hafajas ins Auswischen, und zwar an ihrer eigenen Mine. Das ist nicht ihre Mine, Bruder, Schwester. Sie gehört natürlich uns. Ist es nicht ihre Mine, aber sie besitzen sie. Das ist richtig. Und das ist euer kleiner Kampftrupp. Die Mine ist nördlich von hier. Etwa eine Tagesreise von hier. Dann sind wir ganz dicht dran. Fast schon zu dicht, sollte man meinen. Gibt es die Möglichkeit, sich noch ein Stück auszuruhen? Er schaut abwägend. Durch die Bergwanderung sind wir ziemlich mitgenommen und wir bräuchten ein oder zwei Tage vielleicht ein wenig die Möglichkeit, uns auszuruhen, bevor wir unseren Angriff versuchen. So. Er schaut abwägend zwischen der Gruppe herab. Er wird sich eher dann mit Marziba und Predigian unterhalten, als mit dir. Du bürgst für sie, Bruder, Schwester? Ich bürge für sie, auf jeden Fall. Sie haben schon viele Male gegen die Hafajas gekämpft. Woher kommst du, Freund Brindidia? Oh, ich komme aus Zashogin. Das ist in der Nähe von Sinoda. Er überlegt einmal kurz, kannst du sehen, wie er seinen Kopf hin und her dreht. Dann nickt er. Also gut, dann kommt doch mit uns. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ihr könnt uns in dieser Angelegenheit ruhig vertrauen. Ausgezeichnet. Und so beginnt, geführt von 24 Samuro Jeans, die Reise durch den Dschungel geführt. Es ist tatsächlich ziemlich einfach, wenn ihr diesen riesigen Kriegern in ihren Hartholzharnischen mit den Helmen aufgezogen folgt durch diesen Dschungel, wenn sie sich da einen Weg hindurchhacken. Sie waren dort oben auch bewaffnet mit Disken. Das heißt, ja, jeder Normale würde vielleicht mit Bogen oder mit Armbrüsten auf euch auflauern und warten. Aber ihr wisst ja schon, dass die Sehnen, wenn man keinen Echsenbogen hat, das gar nicht so sehr mitmachen. Und daher ist der Diskus wohl für so etwas die genau richtige Wahl. Und wenn sie dort mit 24 Leuten oben von den Baumwipfeln herunterschmeißen, dann kann das sehr schnell in einem großen Massaker enden. So aber erreicht ihr eine kleine Lichtung, die sich quasi von den anderen nicht unterscheidet. Und dann blickt ihr nach oben auf ein Pfiff hin von einem der Anführer, also Sendigian, fallen wie aus dem Nichts Strickleitern hinunter von großen Plattformen, die ihr quasi noch nicht sehen könnt, aber wenn ihr dann diese Strickleiter nach oben klettert, könnt ihr sehen, dass sie zwischen den anderen Baumwipfeln verborgen waren und ja, könntet dann nach und nach nach oben klettern. Auf den schwankenden Strickleitern. Wird Rodrigo sein Schild wieder vom Arm abmachen, an den Rucksack machen und dann hochklettern erst. Perfekt. Schnaufend und aus allen Poren schwitzend erreicht ihr die Plattform. Hier, in luftiger Höhe über dem Dschungelboden, wo nicht heruntersehen, haben die Rebellen ein regelrechtes Dorf angelegt. Schwankende Stege und Hängebrücken aus Brettern und Lianen spannen sich hier von Baum zu Baum und auf dicken Ästen stehen kleine Hütten aus Prapakaroa, Palmwedel, vor denen Menschen ihre Waffen putzen, Tiere ausnehmen oder im Halbdunkel dösen auf irgendwelchen Hängematten, die sie dort gefertigt haben. Das beeindruckendste Bauwerk befindet sich jedoch gut 20 Schritt von euch entfernt und auf dem nächsten Bau. Ihr hättet das Ganze vielleicht für Vogelnester gehalten. Und dagegen spricht allerdings die in verschiedener Höhe angelegten Galerien, die hier schiere Größe strotzend gut 6 Schritt Durchmesser haben. Die mit Disken und Säbeln bewaffneten Wachen, die euch hier oben erwarten, bedeuten euch zu der großen Baumhütte hinüber. Herzlich willkommen. Wir folgen beim Brindigian und den Anweisungen, die sie uns hier geben. Perfekt.